Grüß euch. Heute habe ich mir aufgeschrieben, was ich jetzt machen möchte. Ich habe mir eine Banane her, da. Warum eine Banane? Naja, ich sollte mich nachher an die Covid-Idioten erinnern, die wie ein Affen Horde hinterm großen Magus Söder herlaufen, um meinen, dass er alles richtig macht, nur damit sie nachher so eine Banane kriegen. Aber schauen wir mal, was es heute gibt. Da ist zum einen, es ist jetzt schon eine Zeit draußen, es gibt ja diese ominösen Listen, die wir alle ausfüllen müssen, wenn wir irgendwo hingehen in der Gaststätte. Also zumindest in Bayern und in Deutschland ist es so. Da müssen wir reingehen, dann liegt da eine Liste aus und dann müssen wir da unsere Daten eingeben. Datenschutz in dem Sinn gibt es nicht. Weil es kann zum Teil jeder reinschauen. Ein paar machen sie so, dass sie es gleich wegrammen, aber ist ja egal. Jetzt hat nur ganz groß die bayerische Regierung unter dem Vorsitzenden des Herrn Ministerpräsidenten Markus Söder verkündet, dass diese Daten, die da sind, nur im äußersten Ausnahmefall hergenommen werden dürfen und nur zum Nachforschen, wenn einer das China-Virus hat. Jetzt gibt es allerdings schon mehrere Fälle, wo die Polizei auf diese Daten zugegriffen hat, wegen anderen Sachen. Hat nichts mit dem China-Virus zum Tag gehabt. Da ist um Einbrüche und sonstiges gegangen. Ich finde das eigentlich unverschämt. Und dann kommt als Ausrede, ja, in Bayern hätten wir es ja auch nicht rausgeben, aber wenn die Bundespolizei nachher nachschaut und das braucht oder die Bundesbehörden, dann schlägt Ober den Unter oder anders gesagt, Bundesrecht schlägt das bayerische Recht. Und im Bundesrecht steht halt leider drin, dass die Polizeibehörden auf diese Daten zugreifen dürfen. Sind wir also wieder schlaubern? Die Regierung hat uns wieder belogen, allem voran Markus Söder, unser Innenminister. Jetzt gibt es aber da nur was. Es gibt so eine Gaststätte, ich habe einmal da eine Meldung, der sagt, der Inhaber, er hat jetzt die Schnauze voll davon, dass immer falsche Namen angegeben werden. Und deswegen muss man sich bei ihm jetzt dann mit einem Ausweisdokument eintragen, das vorzeigen und dann darf man erst essen gehen. Ich spare mir jetzt meine Reaktion drauf mit irgendeinem Finger der Hände. Ich gehe da nicht zum Essen hin. Der ist keine Behörde, das ist kein Beamter. Der kriegt von mir garantiert meine Ausweisdokumente nicht zu sehen. Und wenn er meint, er muss wie eine Affenherde hinterherlaufen, was der Markus Söder sagt, dann soll das machen. Von mir aus, ich gehe da nicht hin. Gaststätte ist die, die man da sieht. Ja, das zweite ist, der Dr. Markus hat gesagt, die zweite Welle schleicht durch das Land. Ja gut, was jetzt? Ist es eine Welle? Eine gefährliche Welle? Dann kann es aber nicht schleichen. Und hat eigentlich auch noch schon die erste Welle gesehen? Oder ist die erste Welle schon abgesagt? Oder was ist mit dieser ersten Welle eigentlich? Also, ich kenne es nicht. Also, der Dr. Markus macht hier mal wieder Panik mit einer imaginären zweiten Welle, die durchs Land schleicht und alle mitreißt. Jetzt hat er ja die Idee gehabt, dass die Urlaubsrückkehrer gleich mal getestet werden. An der Grenze oder bis sie danach. Jetzt ist aber aufgekommen, da hat die Passauer Neue Presse anscheinend einen Artikel, dass ein Arzt, der arbeitet an diesen Messstationen, pro Stunde 250 Euro kriegt. Ich habe nichts dagegen, wenn der Arzt das verdient. Wirklich nicht. Er opfert auch seine Freizeit, weil das machen sie anscheinend nicht in der Arztpraxisöffnungszeit, sondern anders. Aber der kriegt da 250 Euro. Jetzt ist aber dieser Arzt laut Aussage eines Arztes, der da dort ist, gar nicht so mit Arbeit eingedeckt, dass so ein Preis gerechtfertigen darf. Und es sind auch mehrere Ärzte dort. Das heißt, die sind so in 10 Stunden eingeteilt. Kann sich mal jeder ausrechnen. 10 mal 250 Euro. Was die also in diesen 10 Stunden verdienen. Da müssen andere fast einen ganzen Monat in die Arbeit gehen. Manche sogar 2 Monate. Und dann sind die Ärzte nicht einmal eher sinnvoll, weil die sind nur zum Fragen beantworten da. Gut, Dr. Markus hat das Geld und der Dr. Markus gibt das Geld für seine Bürger, für uns alle aus. Blöd nur bei der Geschichte,
alle anderen, die an diesen Stationen sind, wie diejenigen, die die Tests machen, sind freiwillig und kriegen nichts. Dr. Magus, wir lieben dich, wir preisen dich, wir heben dich in den Himmel, wir laufen dir nach, wie eine Affenhorde den Bananen. Und jetzt kommen wir nur zum Letzten, das ist zwar mehr ein kommunales Thema, das wird aber die anderen auch betreffen. Ich habe ein paar Videos davor schon mal gemacht gehabt, mit dem Freibad und mit dem Abstand und mit dem Desinfizieren und was das eigentlich für ein Schwachsinn ist. Jetzt haben wir in Freilassing ja ein Freibad und ein Hallenbad, das Badelon. Jetzt bin ich halt mal vorbeigefahren. Das sind Bilder von heute Nachmittag, heute, 7. August. Das war ca. 14 Uhr, es war wirklich heiß, es ist August, es sind Sommerferien. Das sind Eindrücke auch vom Parkplatz. Dieser Parkplatz ist normalerweise gerammelt voll. Und der gegenüber auf der Wiese auch, besonders beim schönen Wetter. Man sieht aber jetzt, es ist fast keiner da. Ich kann es verstehen. Wer geht bei diesen Vorgaben ins Freibad? Ja, also macht doch keinen Spaß. Und jetzt hat die Stadt Freilassing gesagt, wir machen im Herbst, Winter dann wieder das Badelon auf, das Hallenbad auf. Und da muss ich jetzt nachlesen, weil das ist so faszinierend, was sie da gesagt haben. Weil man darf nicht lang drin bleiben. Normalerweise war es ja so, wenn man Zeit hat, hat man ganz nur drin bleiben dürfen. Jetzt ist dann so, dass man sage und schreibe 2,5 Stunden lang drin bleiben darf zum Schwimmen. Es ist natürlich begrenzt auf 38 Gäste, die maximal schwimmen dürfen. Im Nichtschwimmerbecken sind es 26 Gäste. Da ist das Aufsichtspersonal von den Kindern, also die Eltern, schon mit dabei bei den 26. Also wenn die ins Wasser gingen, gehört das zur Gesamtsumme mit dazu. 2,5 Stunden ins Hallenbad. Und dann sagen diese Helden, die dazu gestimmt haben, auch wirklich noch, ja, die werden dann schon reingehen und nach 2,5 Stunden muss man rausgehen, weil dann stehen dann so viele Leute schon wieder davor, dass man die auch ermöglichen kann, dass sie ins Hallenbad gehen. Ich glaube nicht, dass da viel warten werden. So wenig wie jetzt im Freibad sind, werden nachher im Hallenbad auch sein. Weil eine Familie mit Kindern 2,5 Stunden ins Hallenbad gehen, sag einmal. Und alle laufen wieder am Dr. Magus und der Merkel hinterher. Jeder huckt sie brav, sein Merkel Söderwindel auf und keiner denkt nach, was da für ein Blödsinn läuft. Draufgekommen sind sie allerdings schon, dass man das Hallenbad wahrscheinlich mit diesen 76 Badegästen nicht wirtschaftlich betreiben kann. Richtig, kann man nicht. Und es wird auch noch mehr geben, was nicht mehr wirtschaftlich ist. Aber Hauptsache, der Dr. Magus gibt für die Ärzte, die unnötigerweise an die Stationen mit dabei sind, 250 Euro pro Stunde aus. Bayerische Staatsregierung, Dr. Magus, ihr seid großartig. So, liebe Leute, das war's für heute. Ich hoffe, dass ihr weiter brav wie die Covid-Idioten der Regierung alles glatt. Für mich sind nämlich diejenigen, die Covid-Idioten, die dieser Regierung, diesen Regierungen, den ganzen Schmarrn klamm und abnehmen und brav wie die Lemminge oder die Affenhorde hinterherlaufen. In dem Sinn, wer ein bisschen Hirn im Kopf hat, weiht diese Leute nicht mehr und schaut, wie man dagegen vorgehen kann. Und die anderen, mein Gott, freut euch über die neue Diktatur und freut euch über eure Unfreiheit. In dem Sinn, ein schönes Wochenende. Für dich.